Hallo, ich bin David und willkommen bei Alex TV. Heute gucken wir uns den Film Salaika im Kino Cinemax an. Ти ли пречи тая коса? Няма ли да я пострижиш? Не. Що? Ми не ми пречи. Прибери го тоя буклук, бе. Колко пъти казахме се. Гледай какво стана на масата. Те карамли беле да те продам, ките карамли беле да те продам. Neben mir steht Tim Oliver Schulz. Er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Produzent von Salaika. Sehr gut ausgesprochen. Danke. Und genau, kannst du auch was sagen, wie die Idee dazu entstanden ist, den Film zu machen? Also das ist eine ziemlich persönliche Herangehensweise gewesen. Die Regisseurin kommt aus Bulgarien, aus einem ziemlich kleinen Dorf und hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dann hatten wir schon vorher zusammengearbeitet an weiteren Filmen von ihr, die ich halt produziert habe. Und dann hat sie mich wieder gefragt, ob ich dabei sein will, dieses Ding zu produzieren. Und die Kamerafrau, also es ist ein großes, sehr familiäres Team. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das zusammen. Ich war bei den Dreharbeiten nicht dabei. Ich habe was anderes gemacht, habe diese Serie gemacht und habe nach Drehschluss dann immer sozusagen mich um den Film gekümmert. Also habe vor Ort alles organisiert und habe vor Ort den Leuten halt gesagt, was sie wie zu tun haben, die Flüge gebucht und gesagt, wer wen wie wo wann abzuholen hat. Und ja, habe das sozusagen alles koordiniert und das ganze Buchhalterding gemacht. Ja. Was ist das für ein Gefühl, jetzt den Film hier auf der Berlinale, auf der großen Leinwand zu sehen? Ja, ein ziemlich abgefahrenes. Wir hatten gestern Premiere und den ersten Langfilm so zu sehen, also mit dem Team so feiern zu können. Es sind halt auch viele da aus Bulgarien. Und das ist schon ein ziemlich schönes Gefühl. Was waren so die Reaktionen vom Publikum? Waren es auch die, die ihr erwartet habt? Ehrlich gesagt, sehr viel schöner. Also es war so viel, wie gestern gelacht wurde und heute gelacht wurde. Also die Reaktionen waren super, das war mehr, als wir uns erhofft haben. Und sonst bist du so auf der Berlinale ganz viel unterwegs oder jetzt nur wegen dem Film? Ja, wie man an meiner Stimme hören kann, ja. Ich bin schon viel unterwegs, also viel für den Film, hauptsächlich für den Film und abends halt auch. Und wir haben eine richtig gute Zeit. Und dann, was machst du als erstes nach der Berlinale? Schlafen? Nee, ich muss ausmisten und aufräumen und danach einen Tag Spa. Und sind schon weitere Filme in Planung, die du gerne produzieren willst, machen willst? Ja, also das ist eigentlich immer so, dass man was hat, was vor einem liegt. Ob es jetzt Projekte sind, die in der Drehbuchentwicklung sind, die in der Finanzierung sind, die am Drehen sind. Also das ist eigentlich immer so, dass man verschiedene Projekte hat, die gerade in verschiedenen Entwicklungsstadien sind. Ja. Und jetzt muss ich die Frage einfach noch stellen, weil ich habe die Serie einfach den Club der Roten Bänder so genossen. Wann können wir uns auf die zweite Staffel freuen, weil es wird ja eine geben? Im Ende des Jahres. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß bei der Berlinale. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns morgen bei der Preisverleihung, kann ja sein. Wir werden da sein auf jeden Fall. Dann super, dann sehen wir uns morgen.
zwar, gibt es einen Unterschied, jetzt hier zu arbeiten und während der Berlinale, also jetzt während der Berlinale-Zeit oder halt normal? Ja, es gibt einen Unterschied. Die Personen sind halt viel gestresster. Sie haben ja meistens halt ihre 3 Tickets, die sie jetzt hier kaufen wollen, müssen dann aber noch in ein anderes Kino und gucken dann halt immer weiter, wie sie jetzt das normal machen wollen. Aber oft verpassen sie es auch und sind dann auch etwas grantiger. Genau, deswegen, ja, auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und du guckst keine Berlinale Filme, oder? Ich habe keine Zeit dafür. Du musst die ganze Zeit arbeiten. Und, ja, okay, ach so, genau. Während der Berlinale Zeit darf man irgendwie kein Popcorn im Kino essen? Wieso ist das so? Das haben wir uns immer die ganze Zeit gefragt. Die Berlinale verbietet das, weil es zu laut ist im Essen. Also Essen während des Films. Man soll ja den Film genießen können und wir nutzen es gleichzeitig, um es zu putzen einmal so richtig. Das sind die 2 großen Gründe, die mir einfallen. Okay, das war's schon. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß an der Kasse. Wir haben uns gerade Salaika angeguckt und mit dem Produzenten geredet. Am Sonntag freuen wir uns, in unserer Live-Sendung die Regisseurin zu treffen. Bis dann.